Hallo. Willkommen bei Streamclips Germany. Sie wollten schon immer seichte, aber tolle Unterhaltung haben? Dann sind Sie hier genau richtig. Seichte? Ich bin mir nicht sicher, ob das so seicht ist. Und viel Spaß. Alter, warte mal, Mario ist ein Cowboy? Mario kann auch ein Cowboy sein. Die Sitze benutzen, weil das Frauenklo voll ist. Ja, okay, das macht auch Sinn, Sandmann. Das macht auch Sinn. Das habe ich tatsächlich. Okay, erzählt das nicht. Weil ich glaube, dann kriege ich wirklich keine Akkreditierung für die Polaris. Letztes Jahr hatte ich ja so ein VIP-Ding für die Polaris. Das heißt, ich war in dieser VIP-Area, hab da so Leute wie die Spaceys und so gesehen und bin immer nur in diese VIP-Area gegangen, um auf Toilette zu gehen, weil die Toilettenschlangen überall so lang waren. Und dann waren auch manchmal in dieser VIP-Area die Frauentoilettenschlange so lang und ich war so, Alter, das ist mir doch jetzt scheißegal, das sind zwei einzelne freaking Toiletten, ich gehe jetzt auf die Männertoilette. Ja, und ich habe immer gehofft, dass keiner reinkommt. Also keiner sieht, wie ich aus dieser Männertoilette rausgehe. Es haben Leute gesehen, wie ich aus dieser Männertoilette rausgegangen bin. Ich glaube, die haben sich gewundert, wer diese weirde Person ist. Aber das ist egal. Das ist egal. Es waren einzelne Toiletten. Es war jetzt nicht, als würde man in den Pissoir-Raum oder so reingehen. Aber ja. Ich glaube, die haben sich echt gewundert. Vor allen Dingen, weil, keine Ahnung, keiner kennt mich. Ich bin ein VTuber. Keiner weiß, wie ich aussehe. Und die haben sich sowieso wahrscheinlich schon gefragt, wer ist das? Was macht sie hier? Warum hat sie ein VIP-Badge? Und dann war ich noch auf der Männertoilette. Sag einfach, du siehst nichts ohne Brille. Stimmt, ich habe auch legit nichts gesehen. Also, ich wusste nicht, also direkt neben mir auf der Polaris, in dieser VIP-Area war halt auch Olli beispielsweise. Ich hab den nicht erkannt. Ich habe nichts gesehen, ich hatte meine Brille nicht auf. Die haben sich gefragt, wer der... Was der kleine Junge auf der Messe macht? Was soll das heißen? Was tue ich jetzt? Ist ja schlimm. Bup, 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 bup. Oh no. Oshizorani yume wa mada miemasu ka osanai ano hi yori atsayaka desu ka. Warum wird hier mit Wasser rumgeschmissen? Rumgespritzt. Stern! Wie zum Teufel funktioniert das? Oh, ist das Memory? Na. Oder? Ist das Memory? Es ist Memory, oder? Bitte sag, dass es Memory ist. Bitte sag, dass es Memory ist. Bitte sag, dass es Memory ist. Es ist Memory. Ich hab's. Ich. Guck mal. Manchmal stimmt der Titel auch nicht. Gerade war ich nicht dumm. Ich hoffe, ich bereue nicht, dass ich das gesagt habe. Ich bin nicht auf diese Idee gekommen. Manchmal ist es immer das Offensichtliche. Alter, ein Trecker! Du könntest vielleicht einmal den Gruber anheben. Trecker. Gewichtssenkhelfer einstellen. Geh. Ich kann den nicht anheben. Geht der Trecker nicht dadurch kaputt, wenn man das macht? Also nur so als Frage. Oder? Du hast jetzt safe gejinxed. Oh, das ist so viel schneller. Guys, what do you think? Does it look like curry you'd want to eat? Goshijin-sama. Oh, they're so cute. Onigiri. So, tatsächlich, ich würde es erschießen. Ich würde drauf schießen. You would what? Was ist das für ein Game? Sieht wie Zelda aus. Aber das hat niemals Sunshading. Guck dir das unten rechts an. Aber ist das wirklich Wind Waker? Shading? Ja, okay, das Ding, ey, wenn du sagst, das ist Cell-Shading. Okay. Es ist
Ist es doch Zelda? Eine Sekunde ist es. Ich sag Wind Waker. Okay. Ist es doch. Oh mein Gott. Ich fühle mich schlau. Ich fühle mich mal nicht dumm. Ich fühle mich nicht dumm. Geil. Pong. Diese Folge ist sehr gut für mein Ego. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Sehr, sehr gut. Die erreichen eher das Gegenteil. Ich werde noch härter durchkratten. Du bist wieder nackt. Was? Nein, bin ich nicht. Wer ist nackt? Doch, bist du. Ich kann so nicht arbeiten. Ja, ich weiß, mein Körper ist unausstehlich. Unausstehlich, ja. Geht das schon als sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz? Also, nur so aus. Deine Dummheit ist nur Einbildung. Heißt das, ich bin so schlau, mir vorzustellen, dass ich dumm bin? Warte, was? Was? Danke für den Follow. Ja, okay, hi Rox. Ja, du hast Neo Nova als Lichtstein. Ich war gerade so verwirrt, ne? Ich habe gerade kurz vergessen, dass es Zwillinge sind. Ich dachte, sie reagiert gerade auf sie selber. To be honest, ich habe mich auch gerade gefragt, warum jetzt wieder vier Leute aufeinander reagieren. Also ich meine, theoretisch ist ja nicht mal falsch. Also ich meine, sie haben bloß Technik, die Zwillinge haben ja technically ja nur live aufeinander reagiert. Also ist es ja an sich gar nicht so falsch. Vier. Warum ist dahinter ein Fragezeichen? So viele spielen gerade Kingdom Hearts. It makes me so happy. Yeet. Ich gehe vielleicht doch einen anderen Weg. Ich hasse mein Leben. Yeet. So, als wenn er arbeiten würde, das ist ein typischer. Das ist eine Piu-Piu. Wo? Und Kollege Schmirschel stirbt. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Weiß auch nicht, was kostet. Oh, das sieht so geil aus. Oh. Also, to be honest, das sieht sehr lecker aus. Schmauser ist. Das sieht so. Jetzt! Guck mal! So schaumig. Jetzt kommt er so. Und jetzt schnell runter. Look at the schaumig. Du könntest überschau mich! Das war wie eine Badewanne, die überschäumt. Scheiße. Das ist nicht so gut. Das wollen wir nicht. Hi, Zwieback. Kingdom Hearts hat niemand geklippt. Ich liebe Kingdom Hearts. So hart. Alter, so eine Eistruhe. In der Kürze liegt die Würze, doch ich mag es lang und dick. Und bist du, ist der Kaffee. Wir reden über Pommes, oder? Wir reden hier über Pommes. Wir reden über Pommes. Deshalb gibt es Topflappen. Für was gibt es Topflappen? Ich freue mich auch auf morgen. Heiß. Das Lied ist schrecklich. Das ist ein actual Lied. Frühlingsrolle? Oh, Frühlingsrolle wäre auch eine Idee. Heiß, ja. Ha, warum mache ich das darauf auf meine Hand, ich Idiot? Ha. Wir reden über Pommes. Ne, also. Plopp. Ach, das ist nicht euer Ernst. Oh, Alter, no. Was? Nein, Tank ist leer direkt Alter, vor. Was? Nein. Nein. Nee. Bist du jetzt einen Meter vor der Tankstelle? Das ist ja absoluter Scam. Jetzt musst du wohl aussteigen und schieben. Aussteigen und schieben ist angesagt. So. Macht man auch nicht dreimal. Als Mann machst du.
Das machst du immer nur mit dem Deo von dem Kollegen, von dem du es dir geliehen hast. Nee, Deo leih ich mir nicht, to be honest. Ich will wie ich selber reden. Ich will reden. Reden. Ich will, wie ich selber reden. Ja. Ja, Luna. Ja. Reden! Ich will, wie ich selber reden, endlich mal! Deswegen hole ich mir immer meinen Freund ran und er darf dann nicht so reden wie ich, damit ich endlich, wie ich selber rede. Ich habe keine Freunde, aber egal. Deswegen brauchst du nicht atmen, du inhalierst, Deo. Exactly. Dankeschön für den Follow, thank you. Zum Glück studierst du nicht Germanistik. Alter, ich hab studiert, okay? Man mag es kaum glauben, aber ich hab studiert. Beziehungsweise ich studiere sogar noch. Hi, Meister Yoda. So? Master. Das ist gut. Dedo, dann willst du nicht ins Gym gehen. Doch, Emily hast du. Stimmt. Okay, ich bin da, wo ich bin. Und du hast Quentin, ja. Du hast sie getötet. Das ist eine Axt? Ich dachte gerade, dass es tatsächlich irgendjemand ist, der da liegt. Aber das ist eine Axt. Viele Wissenschaftler sind sich noch nicht einig, ob die Spezies neu wirklich reden kann oder ob es nur eine zufällige Ananas. Steh dazu, Ananas. Du meinst also im Endeffekt, dass jeder Neuf im Endeffekt wie einer dieser Affen ist, dieses unendliche Affenexperiment. Anordnung. Jetzt geht Ananas. Oh Gott. Das schmeckt nach Ananas, ja. Ananas ist böse. Und dafür dürfen all die Leute vor unseren Toren weiterleben. Du bist ein Held für die meisten. Doch für mich bist du der Mörder meiner großen Liebe. Danke für den Follow. Hallo, Adam. Der Mörder meiner großen Liebe. You, Casey. Wee-oo. Du konntest ihn nicht in Ruhe lassen. Und warum rollt sich mein Mittelfinger so zusammen? Hä, wieso fahren wir aber die Bots nicht? Oh mein Gott. Und Cyborg fährt, glaube ich, auch nicht. Ich habe so Bock auf VR, Leute. Ich habe so Bock. Nachdem ich meine Masterarbeit abgegeben habe, Leute, wird mein PC hoffentlich dann mit der neuen Grafikkarte richtig geil. Und dann können wir VR spielen. Nein, wir spielen nicht Resident Evil. Und es nicht so warm ist. Ja, das kommt noch mit dazu. Ich hab so Bock. Oder? So Bock. Hä? Oh mein Gott, was geht hier ab? Hä? Warte mal ganz kurz. Fehler in der Matrix? Was passiert hier? Ich glaube, die Computer wollten nicht mitspielen. VR-Chat Public Lobby? Nein. Nein, meine allererste VR-Chat-Erfahrung, ich erzähle es immer wieder, meine allererste VR-Chat-Erfahrung war in der Public Lobby, wo irgendwelche Kinder das N-Wort gesagt haben. Nee. Wann Outlast? Nein. Half-Life? Das habe ich sogar, das Spiel, witzigerweise. Also nicht witzigerweise, das kommt ja mit der Valve. Nacht, Jan. Das ist traurig, ja. Okay, und wovon möchte ich? Darf ich jetzt ballern? Nein. Warum darf sie nicht? Frech. VR-Horror-Games mit Luna, nur wenn ihr mich sterben sehen wollt. Guck mal, da hinten ist ein Plop. Jetzt ist da kein Plop mehr. Schade. Digga. Danke für den Follow. Alter, der hat aber gutes. Er hat aber einen guten Filter. Also. Oder hat er sich einfach entmutet? Ich wollte gerade sagen, er hat einen guten Filter. Digga. Er hat sich entmutet. Vergessen wir alle, was ich sagen wollte. Wer hat denn die Kamera gewählt?
verwechselt. Du Scheiße. Was war dieser EKG? Ach du Scheiße. Warte, was ist EKG in dem Fall? Ich kenne nur ein EKG. Was ist ein EKG? Kamera gewechselt. Ich dachte gerade, hä? Also ich weiß, was ein EKG ist, aber warum reden wir gerade über EKGs? Warum reden wir über EKGs? EKGs brauchen wir für unsere Herzchen. Ah ja, Kontrollgriff. Das macht mehr Sinn als EKG. Okay, gut. Dass es angemeldet werden sein muss, und wenn das nicht gemeldet ist, dann müssen wir es auflösen, ist ja klar. Was muss... Oh mein Gott. Ich glaube, ich müsste das richtig eingestellt haben. Gehen wir rein. Seht ihr, was ich sehe? Am ungewohntesten ist natürlich für mich, dass ich gerade den Captain sehe. This is Admiral Karius. Surrender control. Das klingt. Lucifer is a mining planet. Why are the Imperials taking? Sag mal, ist das Mikro von der Quest wirklich so viel schlechter als das von der Valve? Also jetzt nur als Frage, also weil, sorry, aber das Mikro von der Quest klingt ja, also das ist doch die Quest. Warum klingt das Mikro von der Quest so schlecht? Das könnte Buna sein, ey. Was? Am ungewohntesten ist natürlich für mich, dass ich gerade den Ketten... Weil das von der Valve klingt ja schon geiler. Also weitaus geiler. Hat das eins? Die Quest? I don't know. Aber ich hätte jetzt gedacht schon... Eine Ewigkeit später. Klingt hart dumpf, ja, exactly. You were a means to an end, but now you have outlived your usefulness. Ich war so traurig. Sie notice, das Quest 2 mir ist noch schlechter. Das war schon die Quest 3. Wir mussten doch unsere Maße abgeben an Lena, bevor wir das Shooting gemacht haben. Warte, was? Ja. Was? Welchem? Welchem? Über... Und Sandra hatte meine Maße genommen und auf einmal fängt sie an zu lachen, dreht sich weg und hört nicht mehr auf zu lachen. Ich so, was ist denn los? So, okay, ist irgendwie meine Hose runtergefallen, irgendwas an mir. Nein, Buna, nein! Was? Nein, sie hat mir meine Maße gezeigt und ich bin oberkörpermäßig ein Kasten. Das ist, meine Brust ist wie mein Bauch, ist wie meine Hüfte, ist wie... Das fühle ich zu sehr. Ich bin legit, also es gibt ja, oh Gott, für Frauen gibt es ja, also, oh Gott. Klamotten für Frauen sind ja so ein Ding. Es gibt ja, du bist eine Birne, du bist ein Apfel, du bist ein Sellerie. Du bist... Ich weiß nicht, was die noch alles haben. Was gibt's denn noch? Birne, Apfel, Karotte? I don't know. Du bist ein umgekehrtes Dreieck. Und ich bin, glaube ich, legit so ein Sellerie halt. Das Problem daran ist, ich bin kein dünner Sellerie. Ich bin einfach so ein Sellerie. Ich bin einfach so ein Strich. Alles ist so gleich. Alles ist so gleich breit. Ich bin einfach so ein Sellerie. Ich will kein Sellerie sein. Oder so eine Karotte oder was auch immer. Sellerie, ja. Ich bin eine Birne. Ich bebirne dich. Wir sind alles Bananen. Du, Banane klingt nicht gut. Das klingt nach Skoliose. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Wenn wir hier dabei sind, Obstsorten und Körperbau zu vergleichen, klingt Banane nach Skoliose. Wie ein Stängel, ja, so ein bisschen. Hallöchen, das Soße. Ich bin ein Pilz. Ist das sowas wie, ist das wie ein Apfel? Bruna ist ein Lauch, so ein bisschen. Banane klingt nach Rückenproblem. Oh ja. Alles. Ist alles ein und dieselbe Zahl. Du bist aber ein Zauberwürfel. Du bist aber ein Zauberwürfel. Aww. That's kind of cute. Ich hab keinen schwarzen Bildschirm. Buna ist eine Granane. Ja.
Vielleicht mal einen Grafikkartenabtrag. Das ist eine Banane! Eine Granane ist einfach eine gerade Banane. Boah, Leute. Leute, jetzt haben wir es endlich rausgefunden. Ja, war genau. Abtreiber. Der gute Grafikkartenabtreiber. Alter, das ist ein DHL-Bote. Pock. Das habe ich erkannt. Ich bin aufmerksam. Erlebt. Glaube ich. Also das ist Endlevel von Paketboten. Ich schell doch nicht an, um dann zu sagen, morgen, es ist 7:55 Uhr und ich habe dein Paket heute nicht dabei. Hä? Das habe ich noch nie erlebt. Ja, vor allem. Was? Guten. Um diese Uhrzeit sind unsere Paketboten noch gar nicht unterwegs. Die kommen frühestens, bei mir kommen sie frühestens so 12 oder 13 Uhr oder so. Wir suchen nach Models für unsere neue Thrombose-Strumpf-Serie Omas Stelzen. Wir bieten auch Schnabeltassen und Windeln an. Alter, so eine Schnabeltasse braucht, glaube ich, so ziemlich jeder Streamer. Just saying. Stream getestet und vorgeführt. Das gibt's wirklich. Ich würde mich auch so getrollt fühlen. Ja, ich hab's euch nicht gesagt, Wuschis. Wir haben einen neuen Partner hier im Stream. Und zwar Thrombose-Strumpf24. Gott, Gott, Gott. Babys. Wieso bist du denn jetzt wieder rausgekommen? Was ist denn mit dir los? Babys. Hä? Was bist du denn? Für ein kamerageiles Viech? Ist das dein Ernst? Baby! Hast du schon gesehen? Naja. Baby! Dankeschön. Aua! Hat sich nicht gestoppt. Ich glaub schon, aber egal. Alter, Wespen. Dankeschön. Solche A-Punkts. Wespen sind einfach nur A-Punkt. Da drin ist noch. Wo? Oh mein Gott. Wir halten gleich mal. Machst du tot? Oh mein Gott. Machst du tot? Ich wär legit ausgerastet, wenn die immer noch drin wäre. Wo ist sie? Oh, die hat mir voll in die Backe gestochen. Oh, ich muss auch. Bitte reib dann nicht das Geld noch an. Reib das Geld nicht an der Stelle, wo das Vieh dich gestochen hat. Oh mein Gott. Miau. Was kann teuer werden? Ich weiß nicht, was du meinst, Fluffy. Mach sie weg! Die Wespe zu töten, aber Wespen stehen nicht unter Artenschutz. Bienen schon. Aber Wespen glaube ich nicht. Also ich bin mir nicht sicher. Alter, Gamescom! Ist echt, es ist widerlich. Also ich, sieht, ich, ich komme aus dem Saarland, ich liebe das. Saarland. Und wenn ich jetzt die ganze Zeit so mit dir rede, findest du das geil? Hochgradig sexy? Das ist furchtbar. Du T-Shirt. Sexy. Da fehlt aber ein bisschen sehr dolle das G noch. Da muss ein bisschen mehr G rauskommen. Der Rest ist gut. So mit der ich habe Verwandtschaft in Sachsen. Im tiefsten Sachsen. Teilweise. Im tiefsten. Teilweise. Wespen sind geschützt? Okay. Die was? Dankeschön für den Follow. Wespen sind auch Strafgeld? Okay, das wusste ich nicht. Ich dachte nur Bienen. Und Hornissen. Sexy. T-Shirt. Ach so, ein T-Shirt. Ah, ich sehe. Eiverbübsch. Das kenne ich auch. Mein Beileid, Buna. Ey, darüber habe ich wenigstens cute. Also es gibt auch ein paar süße sächsische Wörter. Also ich mag beispielsweise Mochekübschen. Mochekübschen. Das sagen sie immer. Das ist sehr süß. Das ist sehr süß. Ich mag Mochekübschen. Das ist ein süßes Wort. Mm. Hast du gerade eine Sechsel beim Sechseln gebacksächselt? Ja, ich habe jemanden gebacksächselt. Und nur, weil ich Familie in Sachsen habe. Nicht mal, weil ich sächsisch selber könnte. Attention, please. Oh, die habe ich auch ständig auf meiner For You-Page. Die Dame. Garnickel. Also ein Karnickel. Ich bin ja froh, dass ich es wenigstens dadurch verstehe. Das ist ja immerhin etwas, ne? Also ich weiß ja nicht. Sächsisch kann auch manchmal als Fremdsprache. Also hier so, wie gesagt, ein paar von meiner Familie, die kommen aus dem tiefsten Sachsen. Und schwierig zu verstehen teilweise. Dankeschön, Mann der Dunkelheit, für den T-Dreisab im 11. Monat. Thank you so much. Fettbämme ist auch interessant. Ja, Fettbämme, das weiß ich auch. Mochekübschen. Keine Ahnung, wie das geschrieben soll. Ich weiß auch immer nicht, wie Mochekübschen geschrieben werden soll, aber Mochekübschen ist ein Marienkäfer. Ist actually ein sehr süßes Wort, meiner Meinung nach. Dankeschön, Mann der Dunkelheit, nochmal.
Nein! Nein, bitte nicht! Es ist nicht! Ja, aber ich habe den Spiegel auch zu Hause liegen lassen. Ich muss mal ganz kurz Hände waschen gehen. Ja, dann. Nimm mal. Aber nicht hier ist Männer, Nadine. Oh, schwer, blöde. Das kenne ich nicht. Was ist das, Bom? Hornissen sind eine Wespenunterart. Hornissen sind riesig. Und. Nadine, ey. Ja, du hast wohl jetzt einen Zwillingsbruder. Oh nein, da kommen sogar Männer rein. Und ich liebe das, wie sie nochmal diesen Double-Take gemacht haben. So, ist das das richtige WC? Ist das das richtige WC? Ich gehe nur hin. Wofür gab's schon Twitch-Bands? Oh, ich wär blöde. Ach, oh, ich wär blöde. Ja, okay, das weiß ich, was das heißt. So, ich gehe nur Hände waschen. Ich habe ja auch meine Sünden. Und ich sag euch, Shisha... Fürs Klofilm, ja, aber auf dem Klo. Kannst du sehr gut auch mit WASD und Maus rauchen. Du musst das Ding nur zwischen deine Beine klemmen. Warte, das hört sich auch falsch an und es sieht dann auch falsch aus. Aber ist egal, es funktioniert. Was? So, hier ist das. Du darfst nur runterkommen. Da. Ah, hier geht's auch. Oh. Bitte raus. Du kannst sagen, du bist irgendwie verschwunden gerade vor mir. Ja, ich bin draußen. Aber? Hör auf den Sack zu gehen. Also, ich höre gerade auf alle Fälle was fahren. Tschüss. Ich muss jetzt meine Fahrschule wiederholen. Ich wäre gerade fast sonst runtergekommen. Oh, jetzt kommt er wieder hoch. Ja, ich bin noch nicht in dem Bereich. Hä? Kann das mal bitte jemand klippen? Ja, das war einfach. I guess. Was ist dein Raum, dass du diesen Wagen hast? Mein Vater fährt seit 20 Jahren jedes Mal Mercedes. Und er wird sich sehr darüber freuen. Dann ist dein Vater reich genug, um dir das Modell zu kaufen. Würde ich tatsächlich nicht mal unbedingt sagen, was ist, wenn sie leasen? Also, meine Eltern leasen auch ihr Auto. Also, sie haben jetzt auch nicht das Geld, ein Auto komplett zu zahlen. Just saying. Das ist aber ein krasser Böhm gewesen. Warum du was genommen hast? Ein Kondom. Warum hast du das angenommen? Keine Ahnung, Digga, weil ich nett sein wollte. Samba am Creator, oder? Wollt ihr ein Kondom haben? Ja. Kannst du haben. Brauche ich nicht. Ich spiele Valorant, sorry. Hallöchen, Wurst. Der war gut. Also das war schon ein eigener guter Self-Burn. Macht das war ein guter bekommen? Hä, wir sind direkt ins Gespräch. Nein, jetzt habe ich es doch gemacht. Okay, Leute, ich muss das mal ganz kurz sauber machen. Oh, und jetzt habe ich schon wieder umgeschmissen. Ich hasse alles, ne? 10. Oh, hier gibt es ein Bällebad. Auf Schwanzjagd! Musst nicht mehr weiter schauen. Ich hab ihn direkt hinter mir. Mach die Flasche doch zu. Ey, das ist mir auch schon oft genug passiert. Oh mein Gott. Ich bin so blöd. Ich habe jetzt nicht wirklich gerade Monster Energy über meine Schulter gekippt. Ja. Immer noch besser, als wenn du Stierblut über deine Schulter kippst. Habe ich gemacht im ersten Semester. Der rote Fleck ist nie wieder rausgegangen und es sah wirklich aus wie Blut. Und dann haben Menschen sich so gedacht, also dann habe ich mir immer diesen freaking Kittel angeguckt und dachte mir so, oh, es sieht immer noch aus, als hätte ich irgendjemanden ermordet mit diesem Kittel. Aber das ist okay. Das ist vollkommen fein. Nee, oder? Ey, der Router. Stierblut ist, by the way, nicht actual Stierblut gewesen, Leute. Das hätte ich vielleicht clarifyen sollen. Das sollte ich vielleicht clarifyen. Stierblut ist kein actual Blut. Das ist eine Probe. Warte.
Nasenprobe. Das ist der der Thiocyanat-Nachweis gewesen. Ich finde. Keuschheitsprobe? Nennt man das auch Oh nein, okay, das ist was anderes. Ich glaube, der Thiocyanat, der hieß, glaube ich. Oder? Hieß der nicht. Aber der hieß doch Stierblube. Blut. Eisen-3-Thiocyanat wird daraus. Alter, diese Thiocyanate. Was, Buna? Nichts. Ich glaube, der hieß irgendwas mit Stierblut. Oder habe ich mir das immer falsch eingeprägt? Warte mal. Stierblut. Danke schön, Lisa, für deinen Resub. Danke für den 23. Monat. Ganz viel Spaß heute mit den Emotes. Willkommen bei den Abo-Falle. Ja, Stierblutrote Färbung. So wurde der immer genannt. Stierblutrot. Ja. Ja. Hallo, Biff. Hallo. Willst du mal Stierblut sehen? Also Stierblutnachweis. Also kein echtes Stierblut. Also nur ein Nachweis. Da. There it is. Look at it. Das wird von Pissgelb zu Stierblutrot. Geil. Also wenn euer Urin so aussieht wie auf der rechten Seite, dann solltet ihr zum Arzt gehen. Just saying. Oder ihr habt Thiocyanat reingekippt und habt Eisen im Urin. Das könnte auch passen. Nee, der Ach, das ist nicht normal? Nicht so wirklich. Doch, der Router. Mann, damit das Bier nicht so allein im Magen ist. Ihr habt schon aufgehört. Da macht jemand einen Handstand an der Wand. Yes, Jenny. Die Wand dabei. Das könnte ich nicht, ich bin nicht so gut. Orange ist noch okay, nicht ganz. Das sieht nicht aus, als würde der. Es sieht aus, als würde er die Wand begatten wollen. Liv, kannst du mir das erklären? Gute Nacht, Kautz. Gute Nacht. Bruder, toss don't toss me! It looks like this! She failed? What did I fail? Ich möchte anmerken, dass gerade war journalistische Arbeit, ja. Ich habe gerade einen Moment der Zeitgeschichte festgehalten. Hier stabil. Das ist halt eine gute Sache. Nope. Das kommt davon, dass du so viel am Handy bist. Aber ich habe die Wand ja nicht begattet. Aber es kommt trotzdem von der noch nicht. Ach so, noch nicht. Ich merke, also ich werde die Wand begatten. I see. Nochmal, Clippy. Du mutest ja immer und Scheiße und Dreck und solche Sachen. So wie... Ich gebe dir jetzt mal ein paar Sounds vor, die kannst du einfach einblenden. Ist viel... Ach so. Ich kann keinen Delfin nachmachen. Das heißt, ich kann Clippy nicht helfen. Wenn ich einen Delfin nachmachen könnte, dann würde ich sowas machen wie... Wie machen Delfine? So machen Delfine nicht. Delfine machen nicht. Ich weiß nicht, was macht. Keine Ahnung. Kann leider Clippy nicht helfen. Dankeschön für den Follow. Thank you. Darf ich deine Wand angaffen? Nee, meine Wand fühlt sich bedroht, wenn ihr sie angafft. Die Wand wird von dir begattet worden sein. Foodtour 2! Sie lachen quasi. Ignorieren, was ich gerade getan habe. Witziger.
Oho. Ihi. Ach so. Oho. Wiku. Wow. Wow. Das muss mehr Sexappeal haben. Das Wow muss mehr Sexappeal haben. Ich warte immer noch auf Foto 3, ich auch. Foto 3 wird bestimmt genauso gut wie Zurück in die Zukunft 3. Das Mal. Treffen ist ein Warnsignal. Das Wenn ihr mein Buch nicht kauft, dann bin ich heute Nacht unter eurem Tisch. Unter eurem Bett. Ich meine euer Bett. Ich will euch nur darauf hinweisen. Ey, mein Tisch und mein Bett sind im gleichen Zimmer. Also ich meine, es ist Jacke wie Hose, ne? Mühle, nicht, dass ihr auch reinfallt. Woher kommt eigentlich Jacke wie Hose? Ich verstehe das immer noch nicht. Woher kommt Jacke wie Hose? Weil, also das Problem ist ja, eine Jacke ist ja was komplett anderes als eine Hose. Also was komplett anderes. Und eine Hose hat man normalerweise, kann man auch anhaben, ohne eine Jacke anzuhaben. Also du kannst auch eine Jacke anhaben, ohne eine Hose anzuhaben. Aber das kannst du halt draußen nicht so richtig bringen, weil das könnte vielleicht als Erregung öffentlichen Ärgernisses zählen, wenn du keine Hose anhast, aber eine Jacke anhast. Aber das kommt halt drauf an, wie lang deine Jacke wirklich ist, ne? Deswegen, warum heißt es Jacke wie Hose? Weil eine Jacke ist was total anderes als eine Hose. Also ich meine, ja, beides hat man vermutet. Nee, nicht mal alles hat einen Reißverschluss. Jacken und Hosen den gleichen Stoff. Ach so. Das ist langweilig. Warum haben die den gleichen... Es gibt auch Röcke. Exactly. Weil, ist im selben Stoff. Oh nein! Ich bin in der Mühle! Hilfe! Hilfe! Was? Hilfe! Was? Geht es ihr gut? Nein! Oh nein! Ohne Belang sein. So, können wir umlagern? Jawohl. Auf dein Kommando? Auf 3. 1, 2, 3. Dem geht's gut, Leute. Dem geht's gut. Dem geht's gut. Dem geht's super. Dem geht's richtig super. Dem geht es super gut. In dieser Redaktion arbeiten. Ja. Von Schlägern zum... Oh nein, das ist irgendwie so eine Klatschpresse. Och nö. Wisst ihr, ich habe jetzt, ich habe ein bisschen nach Jobs geschaut, ne? Einfach, um mal zu gucken, was es so auf dem Arbeitsmarkt gibt. Und ich habe einfach gesehen, dass Promi-Flash auch wieder Leute sucht. Und ich war so, nee, so tief gesunken bin ich nicht. Ist der geilste Job der Welt. Da werde ich eher Vollzeit-Streamer, Leute. Passiert. Steffi Graf von Schläger. Also ich meine, ich bin ja jetzt technically Vollzeit-Streamer neben dem Studium, aber da werde ich eher Vollzeit-Streamer. Zum Krüppel gemacht. Von Schlägern zum Krüppel gemacht? Na, ich würde jetzt tippen, dass sie eigentlich zusammengeschlagen wurde. Ja. Aber das hätte ich gehört. Was hat sie für einen Sport betrieben? Ah, lol! Die war ja Tennisspielerin. Ja. Oh Gott, no. Ihr Knie und die Röfte sind kaputt. No. Oh mein Gott, das ist ja richtig smart. Das ist krass, oder? Das ist ja richtig smart. Ich will den Leuten keinen Credit geben, aber die wissen, wie man einen Lawsuit umgeht. They know. They freaking know. Hallo Magier. Oh. Alter! Der wollte einfach wie Dagobert Duck in seinem Geldspeicher bloß halt in der Erde planschen. Kann man auch mal machen. Erde planschen ist wichtig. Ja. Und richtig. Oh mein Gott. Nicer Körper, exakt. Oh mein Gott, ich habe einfach Gronkh über... Das ist aber ein altes Bild von Gronkh. Das ist dieses Bild, was man bekommt, wenn man googelt Gronkh. Das ist genau dieses Bild, was du bekommst, wenn du Gronkh googelst. Das ist das allererste Bild, was kommt. Und ich frage mich immer noch, wie alt das ist. Weil, damn, das ist das Bild, was gefühlt auch jede freaking Redaktion von Gronkh nutzt. Bitte nicht nachmachen. Nee, ich wollte mir jetzt eigentlich kein Bild von Gronkh über mein Bett hängen. Es tut mir sehr leid, Gronkh scheint, also neben der Sache, dass er kleine, unschuldige Katzen tötet, scheint Gronkh ein sehr liebenswerter Dude zu sein. Aber ich möchte dann schon vor dem Einschlafen mir eher Karlach anschauen. Oder Shadowheart. Es tut mir leid, sollte ich Gronkh damit beleidigen, aber ich glaube, er kann es verstehen. Hoffentlich.
Er tötet nicht, er gronkt. Stimmt. Er gronkt. Okay, von wann ist dieses Bild? Was kann ich das Reverse Image searchen mit Google Lens? Ja, bei der. So, mit Google Lens. Von wann ist das Bild? Vielleicht ist das ja auf dem Wikipedia-Artikel. Lasst mich mal schauen. Was anschauen? Karlach oder Shadowheart? Verständlich, dankeschön. Dankeschön, dass das verständlich ist. Ich finde das auch sehr verständlich. Ist das Bild vielleicht auf seinem Wikipedia-Artikel? Weil da steht ja dann manchmal da, wo es ist. Er ist. Nein, es ist nicht. Er ist kein Mörderer, er ist ein Gronker. Google sagt 2014, Alter, das Ding ist 10 Jahre alt. Das ist genauso alt wie Sims 4. Wir haben ja jetzt auch erst vor kurzem, wir haben ja gestern erst wieder gesehen, Sims ist einfach 10 Jahre. Einfach Gronk über dem Bett hängen. Jetzt. 10. Jetzt kann ich in Frieden schlafen. Na, fühlst du dich immer noch so mächtig auf deiner Position? Oh Gott, dafür wäre ich bestimmt zu dumm. Ja, also nicht ja bist du, sondern ja, ich auch. Alter, ich habe gerade nur einen winzigen Ausschnitt gesehen und ich glaube, ich wäre viel zu dumm. Du hast doch auch schon eine Katze gegrockt. Nein. Ich würde niemals eine, das ist niemals passiert. Ich weiß nicht, wovon sie reden. Ich glaube, sie haben mich gehört. Ich versuche herauszufinden, warum sie auf den Spielplatz wollen. Ich will Leute belauschen. Aber ich glaube, sie haben mich gehört. Perfekte Zeit, zum Sammelkarten zu dealen. Alter, ich will mal dieses Pokémon-TCG. Ich will mal das Pokémon-TCG wissen, wie das funktioniert. I really wanna know. Ich höre nichts. Ich habe sie nur ganz kurz gehört. Und das war nur so. Spielplatz, das war alles, was ich gehört habe gerade. Okay, wenn du das sagst, Luna ASMR. Es gibt ASMR auf meinem YouTube-Kanal tatsächlich. Horrorfilm-Szene, sie haben mich gehört. Oh mein Gott, ja! Das ist basically wie so ein Horrorfilm. Pokémon TCG ist gar nicht so schwer, bist du dir sicher? Gab's das nicht sogar als, gab es das Pokémon TCG nicht sogar als, Spiel jetzt? Also als auf Computer? Letzte Dokumi waren Nachtskinder im Bus. Oh Gott. Es gibt dann ein Spiel, ja. Kann man da wirklich einigermaßen gut damit spielen? Weil ich habe früher halt immer das Pokémon TCG nur gespielt. Also nicht mal gespielt. Ich habe halt nur die Karten gesammelt, die süß waren. Aber ich habe es halt nie gespielt. Und es gibt das Spiel sogar auf der Switch. Apropos Switch-Emulator, ich bin immer noch so hyped auf My Sims. Das kommt ja jetzt im November raus. Ich bin so hyped auf den Port. Gab es als Gameboy-Spiel vor vielen Jahren. Ja, aber ich dachte, das gibt es jetzt auch. Warte mal. Pokémon, gonna catch 'em all. I know it's my destiny. Ja, hier. Pokémon-Sammelkartenspiel live. Das gibt's sogar für den Computer. Es gibt das Multiplayer. Dankeschön. Hallo Wotan und danke für dein Follow. Also zumindest steht hier Pokémon-Sammelkartenspiel live. Also es scheint es sogar für den Computer zu geben. Ich wollte schon immer lernen, wie das funktioniert. Wollen wir lernen, wie das Pokémon TCG funktioniert? Also nach dem... Also irgendwann... Freust du dich auf Inzoi? Wir haben gestern drüber geredet. Ich bin skeptisch.
sieht cool aus, aber ich bin immer noch gerade sehr skeptisch einfach insgesamt. Ich freue mich auf My Sims. Ich freue mich auf das My Sims Game, weil das war mein eins meiner Lieblings-Wii-Spiele. Die Frage ist, wie viel man kaufen muss. Ah, true. Ja, okay, das ist immer so eine Frage. Erik, ja, daran dachte ich auch gerade. Das war einfach nur eine Feststellung. War gar keine Frage. Nein, Alter, sie ist nackig. Ist das so ein Run? Ist es. Ja, okay, das ist so ein Run. Ich scheiß doch auf jede Uniform. Diese Rüstung taugt mir nicht. Ich muss nackt kämpfen, so wie Gott mich so. Mhm. Das Kuhn-Leitmotiv steht für die Qualität, die Jinja dazu gebracht hat. Ah, oh, das ist ein Leit. Aber es gibt kein Kuhn. Coolen Leitmotiv steht für Qualität, die ich dazu gebracht. Oh. Gam, 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 gam. Ich entführe dich. Nein! Oh, no. Das ist echt cool. Lass mich aber auch. Ah, das ist cool. Sieht das, wenn sie sich küssen. Zahl in Chat. Schreibt mir eine Zahl in Chat. Ich beweise euch was. Schnell, Chat. Schreibt eine Zahl. Dass du eine Simulation bist? 6! Boah! Was ist mit 69? Das ist eine 7. 8! Woher wissen wir, dass es nicht ein Body Double ist? Ich bin mir sicher, es ist ein Body Double gewesen. Ich bin mir 100% sicher, es ist ein Body Double gewesen. Immer diese unfreundlichen Nachrichten. Warte, was? Das bin ich montagmorgens vor der Arbeit. Um das bin ich jeden Tag. Ich auch. Alexa, stell bitte einen Wecker auf 9 Uhr morgens. Alexa, stell einen Wecker auf 9 Uhr morgens. Nicht du, Drucker! Alexa! Jetzt will mein Drucker auch noch mitreden. Warum will mein Drucker mit mir? Alexa, bist du jetzt fertig? Nee? Ich vergesse sonst den Wecker zu stellen. Ich bin ja sonst einen Wecker zu stellen. Wütende Bude, jetzt will der Drucker auch mal drehen. Dann nicht im Black Rapture. Alexa, bist du da? Nein, sie ist noch nicht. Sie ist nicht da. Ja, hast du deine Stimme? Sorry. Oh, he's stuck. Ich heb ab. Nichts hält mich am Boden, alles blass und grau. Ich bin so lange nicht geflogen, wie ein Astronaut. Ich sehe die Welt von oben. Die Technik wieder, Technik, die begeistert, Leute. Aber Technik, Ranger, die begeistert. Ich kann es sogar beweisen, Dicke sind lustig. Ja, danke. Ja, aber ich weiß doch gar nicht, wie das geht. Ist doch unfähig. Shift und Tab drücken? Warte. Gleichzeitig? Nur 50.000 Menschen in Deutschland können immer noch keine richtige Steam-Einladung verschicken. Schreib dich nicht an. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals schon eine echte Steam-Einladung verschickt habe, to be honest. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich bis jetzt schon mal eine Steam-Einladung verschickt habe. Wie verschickt man eine Steam-Einladung? Let me try something. Let me try something. Da da da.
Da 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 da. Mit Shift und Tab geht Steam Overlay auf. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals extra gemacht habe. Ich glaube, ich habe das immer also aus Versehen gemacht. Man drückt auf Absenden. Aber wo? No EP, okay. Nein. Du spielst ein Spiel, gehst mit der Online-Lobby und lädst deine Freundesliste, deinen Freund ein. Alexa, sind Sie jetzt bereit für mich? Ich weiß nicht, wie ich dir dabei helfen kann. Alexa, stell mir bitte einen Wecker auf 9 Uhr morgens. Wecker gestellt für morgen um 9 Uhr Vormittag. Dankeschön. Sonst vergesse ich den Wecker. Was ist ein Schiff und da? Ob du uns auch verrätst, welcher Fact interessant ist oder drin. Ich wollte gerade sagen, dass es eine Ente ist. Ich kann jetzt nicht Stardew Valley spielen. Ich liebe Stardew Valley. Aber ich kann es jetzt nicht spielen. Aber danke für die Einladung. Entschuldigung. Wie fühlst du dich jetzt dabei? Wollen wir über meine Gefühle reden? Meine Gefühle sind... Warum nicht? Weil ich gerade darüber philosophiere, warum ich dachte, dass das ein Hint ist. Was denn steht? Was im Stehen bist? Aber I appreciate Stardew Valley. Warte. Mhm. Warte, ich glaube, ich habe den Faden verloren, Lebi. Du hast den Faden verloren? Das ist... Alter, Lebi kann dir jeden Faden gereichen. Nicht gut, vor allem, wenn du deine Tage hast. Oh ja, dann muss man zum Arzt. Aber ist nicht so schlimm, wenn man das gar nicht nutzt. Als Kind habe ich so gerne Würmer gesammelt. Ich kann mir das irgendwie gar nicht mehr so vorstellen, weil ich jetzt mittlerweile halt so Angst habe vor so Insekten und so einem Scheiß. Aber Baby-Remake. Aber Würmer sind doch Nematoden. Oder? Oh nein, sie sind keine Nematoden. Sie sind Lophotrochoacea. Verstanden, ne? Lophotrochoacea. Molekulargenetisch festgelegte Überstamm von Tieren innerhalb einer Stamme. Urmünder. Sie sind Urmünder und Nee. Okay, sie sind Urmünder, Bilateria und Holozoa. Ja, okay, das erklärt mir jetzt vieles über ihre freaking Entstehungsgeschichte und ihre blöde Evolution. Das sagt mir immer noch nicht, wie ich das Wort auszusprechen habe. Ich hasse alles. Ey, damals ohne kein bisschen Furcht oder so vor diesen Viechers. Hab einfach alle in meine Hand gepackt und dann immer... Ich hatte dann immer halt so einen Ort, wo ich alle hingetan habe draußen. Ich wollte gerade sagen, bitte sag nicht, dass es deine Lunchbox ist. Weil es gibt, ich habe genügend... ich folge gerade genügend Lehrerinnen auf TikTok. Kinder lieben es, Insekten in Lunchbox zu tun. Und, ja. Rette dich! Halt durch! Wusstet ihr übrigens, dass... Urmünder. Wisst ihr übrigens, was ein Urmund ist? Das bedeutet, dass was in der Gastrulation der Mund war, bleibt der Mund und wird nicht der Hintern. Also im Endeffekt bedeutet das,
Adel, wo ist die schöne, wo ist hier die schöne Sache? Zu den Urmundern zählen traditionell die Tierstimme mit einem vollständigen Verdauungstrakt. Bei der Mund, der aus dem schlitzförmigen Urmund hervorgeht, während der Anus sekundär durchbricht. Das heißt, der Mund ist der Urmund ist euer echter Mund und nicht euer Arschloch. Problem. Soweit ich weiß, soweit ich weiß, ist der Mensch ein sogenannter Neumünder, a.k.a. unser Arschloch war mal unser Mund. Das würde einiges erklären, was manche Leute sagen. Ja, 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 da gehe ich mit euch mit. Die Neumünder oder Neumundtiere Deuterostomia stellen einen Überstamm der Zweiseitentiere, also der Bilateria, von denen die Rückseitentiere, die Chordatiere, Chordata, abgehen. Und soweit ich weiß, ich guck noch mal, aber ich glaube, der Mensch war ein Deuterostomia. Ich guck noch mal, nicht, dass ich mich warte mal, ich guck noch mal vorsichtshalber, aber Deuterostomia? Mensch. Ist der Mensch ein Deuterostomia? Die Deuterostomia bilden eine Abstammungsgemeinschaft der Tiere, die alle Säugetiere und damit den Menschen umfasst. Ja, der Mensch ist ein Deuterostomia und kein Protostomia. Also Deuterostomia ist das, wo der Mund zum Arschloch wird. Buckets. Kommt deswegen so viel Scheiße aus meinem Mund. Ja, aus meinem auch. Exactly, das ist der Grund. Nein! Das ist jetzt nicht... Das doch, das ist passiert. It happened. Oh mein Gott, ich hab's auf Twitter gesehen. Es ist so pretty, Alter. Alle von den Artworks und Cardcons sind so pretty momentan. Ich liebe die. Und jetzt hat sie einfach noch Gronkh gezeichnet. Oh mein Gott, was das so machen kann. Es ist so gut. Oh mein Gott. Ich frag mich, was Asche dazu sagen wird. Kleiner Hin, ich werde, bitte, verurteilt mich jetzt nicht für das, was ich tue. Oh ja, die Hände. Die Hände. Die Hände. I'm sorry, okay? Ich komme hier nicht zurück. Oder du kannst versuchen. Drückst du schon? Ja, ja. Wir drücken beide. Ja. Was drückt ihr? Ich weiß nicht, warum das nicht funktioniert, Matteo. Du verarschst mich, du drückst nicht. Nee, ich kann doch nicht mehr jetzt. Matteo hat auf jeden Fall deutlich die bessere Technik. Seine Hand ist so. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, ich wäre richtig schlecht in Arm drücken. So, jetzt drück. To be honest. Ah, was macht denn die Hand? Die Hand war gerade am Tisch. Das ist illegal. Okay, jetzt ist sie wieder weg. Am Knie. Okay, das ist okay. Ja, ist schon over. Ich wäre so schlecht da drin. Ich wäre so schlecht da drin. Viel Spaß bei Bord. Ich sag's euch. Dieser arme 48-jährige Mann. Das war's jetzt. Was soll denn jetzt noch werden? Jetzt ist es vorbei. In Videospiele bist du gut, aber in Real Life nicht. In Videospiele bist du gut, aber in Real Life nicht. Ich mach mein Bett immer frei, ich zieh meine Bettdecke gerade. Und dann mache ich mir so Häufchen aufs Bett. Okay, das klingt falsch. Klamottenhaufen aufs Bett. Warum ist die Tür so weit weg? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, 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 nein. Alles gut, alles gut, alles gut. Mir geht's super. Dankeschön, Shinra. Nee, you strong. Ich würde trotzdem verlieren. Alter, Scheiße. Alles gut, alles gut. Alter, was? Puff! Mehr! Mach mehr Puff! Alter, das war Double Kill! Mein Gott, ich hab die getrippelt killt! Was? Ich hab nur zwei Leichen gesehen. Ja, habt ihr das gesehen? Ah, das sind wirklich drei! Alter, habt ihr das gesehen? Oh mein Gott, ich hab die getrippelt killt! Damn!
Danke schön für die Folge 271. Schreibt doch gerne Urmünder in die Kommentare, wenn ihr bis hierhin geschaut habt. Lasst gerne ein Like, ein Subscribe, ein Comment, was auch immer, irgendwas da. Und bis zum nächsten Mal. Bye bye. Sogar alle drei mit derselben Animation. Also sterben die normalerweise mit unterschiedlichen Animationen? Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, die sterben alle mit derselben Animation. Hm, es schmeckt nach Ananas. Hm, es schmeckt nach Ananas. Hm, es schmeckt nach Ananas und ist radioaktiv. Hm, es schmeckt nach